Die Meister von Malifaux. Die Victorias. Es gibt etwas in Malifaux, das bestimmte Menschen unweigerlich in die Stadt zieht. Einige gehen wegen der Kraft, die von den Seelensteinen gewonnen werden kann. Andere, um verlorene Informationen zu finden. Victoria ging, weil sie eine Nachricht von einem ihrer Kontakte erhielt, die darauf hinwies, dass es einen größeren Schatz als jeden anderen gab, den sie zuvor gesucht hatte. Für die erfahrene Abenteurerin und Schatzsucherin war das ein zu gutes Angebot, um es abzulehnen. Auf dem Weg in die Großstadt fand sich Victoria schnell inmitten eines Netzes von widersprüchlichen Handlungen und mächtigen Spielern wieder. Ein Neverborn-Komplott ließ sie mit einem perfekten Double zurück, einem Doppelgänger. Viele wären der Neverborn-Kreatur mit Misstrauen, Furcht oder Hass begegnet. Doch Victoria sah vor allem eine Gelegenheit. Und so schlossen sich die Victorias als Zwillingsschwestern zusammen und sind seitdem unzertrennlich. Mittlerweile weiß niemand mehr wirklich, welche Victoria die echte ist. Manchmal diskutieren die Victorias sogar untereinander, obwohl dies wahrscheinlich zu ihrem eigenen Vergnügen geschieht. Alles, was sie unterscheidet, ist, dass die eine immer ein paar Schwerter trägt und die andere ein Schwert und eine Pistole. Um ihrer eigenen Vernunft willen haben diejenigen, die mit den Victorias arbeiten, die mit den zwei Schwertern Victoria des Blutes getauft und die andere Victoria der Asche. Obwohl es wahrscheinlich ist, dass beide gelegentlich die Waffen wechseln, nur um die Dinge interessant zu halten. Während sie bereit sind, sich selbst als Söldner zu vermieten, ist es ihr eigentliches Ziel, Artefakte zu finden, die sie auf der Erdseite oder innerhalb der Stadt selbst verkaufen können. Das Land ist voller Artefakte aus der ersten Siedlung, die nur darauf warten, dass jemand vorbeikommt und sie mitnimmt. Das Einzige, was die meisten Menschen aufhält, sind die Neverborn-Eingeborenen. Glücklicherweise verschafft ihr Victorias Doppelgänger Einblicke und Informationen darüber, was sich in der Gegend befindet und wie man es am besten bekämpft oder vermeidet. Was Victoria einen Vorteil gegenüber jeder Konkurrenz verschafft. Mit der Zeit hat sich eine kleine und verschworene Gruppe um die Victorias gebildet, die in deren Geheimnis eingeweiht sind und dieses nicht nur bewahren, sondern das Mysterium, das sie umgibt, auch nach Kräften kultivieren. Taylor ist bekannt für ihre großen Geschichten, ihre Trinkfestigkeit und ihr einzigartiges Talent, ihre Feinde mit dem Hammer in den Staub zu schlagen. Niemand weiß genau, woher sie ihren verzauberten Relikthammer hat. Manchmal behauptet sie, dass sie ihn in einer Wette mit einem Dämon gewonnen hat, während sie ihn ein anderes Mal in einer verlassenen Mine gefunden oder sogar aus einem Waffenvorrat der Gilde gestohlen hat. Die Leute sind sich jedoch einig, dass sie weiß, wie man damit umgeht. Ebenfalls oftmals im Gefolge der Victorias zu finden, sind die sogenannten Ronin. Es gibt nur wenige, die nach Malifaux kommen und wirklich bekommen, was sie erwartet haben. Söldner, die in die Stadt gezogen werden, deren Verträge abgelaufen oder gescheitert sind, wandern durch die Stadt und bieten ihre Schwerter dem Höchstbietenden an. Viele davon fühlen sich von den Victorias angezogen. Aber es bleiben auch genug übrig für denjenigen, der ihre Dienste bezahlen kann. Und dann ist da noch dieses junge Mädchen, das den Victorias folgt, das einfach als Student des Konflikts bekannt ist. Sie ist tödlich mit einem Schwert. Zumindest teilweise, weil ihr nie in den Sinn kam, dass sie es nicht sein sollte. Dieses Mädchen hat es sich zur Aufgabe gemacht, wie ihre großen Schwestern zu werden und bietet sich daher auch selbst als Söldnerin an. Ob jetzt die Victoria der Asche oder die Victoria des Blutes.
Die unwahrscheinlichen Schwestern haben sich ihren Platz in der Welt von Malifaux erstritten. Und so seltsam es auch anmuten mag, die pure Existenz ihrer Allianz, die in ihrer Natur schon längst über ein reines Zweckbündnis hinausgeht, birgt einen kleinen Funken Hoffnung für die Zukunft und die Beziehung zwischen Menschen und Neverborn. Eine mögliche Zukunft jenseits von Hass, Gewalt und Tod. Aber das kann nur die Zeit zeigen.